Im Kern ist ja der Nationalfeiertag derjenige Tag, wo wir der immerwährenden, aus freien Stücken gewählten Neutralität Österreichs gedenken. Und ich denke, dass er in Zeiten wie diesen eine unglaubliche Bedeutung hat. Und diese Neutralität, das ist, glaube ich, etwas, wo wir sehr, sehr viele Fehler erleben in der Interpretation durch die gegenwärtig politischen Handelnden. Denn es ist ja denklogisch so, dass Neutralität etwas wie einen Konflikt oder etwas wie ein Zerwürfnis oder gar einen Krieg voraussetzt. Ansonsten macht ja der Begriff der Neutralität keinen Sinn. Und mich wundert es, wenn ich dann immer wieder höre, dass man in einem Krieg nicht neutral sein kann. Ja, wann denn dann? Ich denke, dass die Bevölkerung jedenfalls wehrhaft wäre. Die Frage ist, ob das Bundesheer noch verteidigungsbereit ist. Da habe ich meine großen Zweifel einfach deshalb, weil unverantwortliche Regierungspolitiker in der Vergangenheit alles dafür unternommen haben, dass das Heer ausblutet in allen Bereichen. Aber ich glaube, die Frage der Wehrhaftigkeit muss man auch von einer anderen Komponente herstellen. Da geht es ja nicht nur um militärische Bedrohungen, sondern es gibt eine Vielzahl von Bedrohungen. Und hier erlebe ich, dass die österreichische Bevölkerung sehr, sehr wehrhaft ist, während die Politik sehr, sehr mutlos und sehr, sehr feige agiert. Die Neutralität ist absolut zeitgemäß. Ich darf ja auch daran erinnern, dass der Beschluss ein solcher Worte eine immerwährende Neutralität abgedeckt hat und abgebildet hat. Also ich würde sogar weitergehen und möchte sagen, dass es eine dringende Wiederbelebung, eine Renaissance der Neutralität braucht, dass die Neutralität die DNA oder die Leitlinie der österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik sein sollte. Ich sehe in der Neutralität so etwas Ähnliches wie eine politische Selbstverteidigungswaffe. Die muss man dann aber auch zum Einsatz bringen. Es gibt nicht viele in dieser Art. Eine davon ist die Neutralität, eine zweite solche, das wäre das Veto. Und es ist interessant, dass sowohl das Veto als auch die Neutralität denselben politischen Eliten ein Dorn im Auge ist. Ich glaube, es steht in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Man könnte es vielleicht so auf den Punkt bringen, dass man sagt, dass die Europäische Union ihre bisher einzige glaubwürdige Legitimation, nämlich eine Friedensunion zu sein, leichtfertig verspielt. Sie hat sich in diesem Konflikt zur Kriegspartei gemacht und damit den Anspruch der Glaubwürdigkeit im Zusammenhang damit ein Friedensprojekt sein zu wollen, verspielt. Jetzt setzt die Europäische Union einerseits Wirtschaftssanktionen gegen Russland und andererseits unterstützt sie die Ukraine in der Selbstverteidigung. Das finden Sie also falsch? Ja, ich finde das falsch, wenn man für sich den Anspruch stellt, ein Friedensprojekt betreiben zu wollen. Ich denke, dass diese Parteilichkeit unangebracht ist. Ich sehe aber auch die Zwänge, die hier in der Europäischen Union herrschen, dahingehend, dass man offenbar nicht mehr in der Lage ist, sich von den geopolitischen Interessen der Amerikaner loszulösen. Und deshalb, und jetzt komme ich wieder auf die Rolle der einzelnen Mitgliedstaaten, deshalb halte ich es für umso notwendiger, dass es in Zukunft mehr Neutrale gibt und dass diejenigen, die neutral sind, diese Neutralität auch mit Leben erfüllen. Und wir werden hier auch in Österreich einen Vorstoß unternehmen auf verfassungsrechtlicher Ebene, nämlich diese Neutralität in der Verfassung aufzuwerten, indem wir sie zu einer Art Grundbaustein der österreichischen Verfassung machen wollen. Das hätte den großen Vorteil, dass kein Betreiben mehr von Seiten der Europäischen Union stattfinden kann, das quasi dieses Neutralitätsprinzip overruled.